Hallöchen! Ich möchte euch heute meine DIY-Box zum Thema Hand- and Brush-Lettering vorstellen. Entweder hast du wahrscheinlich schon eine gekauft über The Makery oder du möchtest, nachdem du dieses Video gesehen hast, gerne eine kaufen. Darüber würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Aber ich möchte heute euch einfach mal kurz den Inhalt vorstellen, damit man vielleicht doch nicht so ganz ins Leere geht. Denn eine DIY-Box ist ja quasi so ein kleines Workshop-Gefühl für zu Hause. Und das möchte ich dir jetzt halt zeigen, wie du das für dich zu Hause umsetzen kannst, und möchte dir kurz mal alle Materialien und halt auch die Inhalte dazu erklären. Und ich würde sagen, wir fangen auch direkt an und wir fangen, denke ich, mit dem Schönsten an. Hier steht zwar der Name Dennis drauf, aber ein Hauptbestandteil dieser Box ist, dass du ein personalisiertes Mäppchen dazu kriegst, und da werde ich deinen Namen drauf schreiben, den ich vorher natürlich, bevor ich das versende, erfrage. Und in diesem Mäppchen werden 4 Stifte drin sein. Das sind unter anderem 2 Brush Pens und 2 Fineliner. Die will ich euch auf jeden Fall gleich noch näher vorstellen, aber gehen wir ganz kurz noch zu dem Inhalt. Dazu bekommt ihr noch ein Sprühfläschchen, das ist dieses oder ähnliches. Eine Folie, was ihr mit diesem Sprühfläschchen und dieser Folie machen könnt, zeige ich euch auch noch. Und dann habt ihr da drin auf jeden Fall noch eine Karte, eine Klappkarte mit einem passenden Umschlag. Der wichtigste Bestandteil in dieser Box ist natürlich das Anleitungsbuch bzw. das Übungsbuch. Und das werde ich euch auch gleich fast Seite für Seite einfach mal zeigen, was ihr damit alles anstellen könnt. Okay, kommen wir nun zum Inhalt. In diesem Mäppchen werden drin sein. Unter anderem ist hier drin ein Uniball Signo, der ist weiß und ist hervorragend geeignet für Highlights oder um auf dunkle Untergründe zu malen. Des Weiteren ist ein schwarzer Fineliner drin. Der hier ist jetzt von Staedtler. Der hat eine Spitzenstärke von 0,5 und ist auch permanent. Das heißt, wenn ihr da nochmal im Nachhinein mit wasserähnlichen Sachen drüber geht, verwischt der auf jeden Fall nicht, beziehungsweise löst sich halt auch nicht auf. Diese beiden Stifte sind im Gegensatz zu dem Fineliner auf Wasserbasis. Das heißt, wenn man da nochmal mit Wasser rangeht, verwischen die halt auch. Das ist zum einen ein Stift, der nennt sich Cali Brush, der ist von Online Germany. Der hat zum einen eine Kalligraphiespitze, die ist so flach, also keilartig auch so ein bisschen, ne? Die läuft so spitz zu. Und auf der anderen Seite haben wir hier eine Brush Pen Spitze. Der Stift ist in Blau. Der zweite Brush Pen und der vierte Stift in der Mappe, der ist von Pentel. Das ist auch ein Brush Pen. Der Brush Pen, der hier, den ich vorher gezeigt habe von Online, der hat eine Filzmine. Und der Brush Pen hat eine Mine aus Nylon und die ist auf jeden Fall ein bisschen robuster als die aus Filz. Das zu den Stiften. Das andere mit dem Umschlag, mit der Karte, mit dem Wasserfläschchen und der Folie, da komme ich auf jeden Fall gleich noch zu, da beschäftigen wir uns noch mit. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal ganz kurz das Heft durch, denn die Inhalte könnt ihr euch auf jeden Fall selber durchlesen. Hier sind Tipps für Papier und Stifte drin, hier sind nochmal kurz erklärt die Unterschiede von den Letterings, den Zeilenaufbau, wie ich ihn hier drin auch habe. Dann allgemeine Sachen zum Buchstabenaufbau und zu den Schriftstilen, zu der Stifthaltung, zu der Blattausrichtung. Alles ganz genau erklärt, damit du hoffentlich keine großen Fragezeichen mehr über deinem Kopf haben wirst, wenn du dir diese Box bestellst. Wir beginnen in dem Heft hier mit dem Handlettering, weil ich finde es schon wichtig, dass man sich wenigstens auch ein bisschen aufwärmt. Denn das Lettering ist ja eine Form von Kunst, ne? Also hat nichts mit dem Schreiben und auch nichts mit deiner Handschrift zu tun, denn Lettering bedeutet Buchstaben malen. Das heißt, du kannst dich künstlerisch ausleben und kannst deiner Kreativität wirklich freien Lauf lassen. Wir beginnen hier auch mit einer Aufwärmübung. Ich habe hier ein ganz normales Butterbrotpapier mit reingelegt, falls du noch mehr üben möchtest.
weil du hast ja jetzt auch nicht die Gelegenheit, das zu kopieren. Du kannst es natürlich vorher kopieren oder was auch immer, aber mit diesem Butterbrotpapier kann man halt immer wieder über die Zeilen gehen. Gibt es ganz normal im Supermarkt, einfach Butterbrotpapier kaufen. Eignet sich super zum Pausen, da muss man nichts Teures kaufen. Hier fangen auf jeden Fall ganz einfache Aufwärmübungen an, geraden Linien mit Schwungübungen, das geht hier hinten weiter und dann halt auch mit Wörtern. Auf den weiteren Seiten findet ihr das komplette ABC. Wir können ja hier mal ganz kurz, hier sind auch immer kleine Pfeilrichtungen. Seid entspannt, nehmt euch Zeit, atmet tief durch, haltet den Stift locker. Solltet ihr merken, dass ihr euch verkrampft, macht eine kurze Pause. Lockert eure Finger, streckt sie, lauft vielleicht kurz eine Runde um den Schreibtisch oder durch die Wohnung und dann geht ihr wieder an den Schreibtisch und atmet einfach tief durch. Diese Übung hier könnt ihr mit dem schwarzen Fineliner machen. Ihr könnt euch aber auch sämtliche andere Stifte zur Übung nehmen. Ihr könnt das auch mit Buntstiften machen. Das ist auch überhaupt gar kein Problem. Aber ihr könnt das auch, muss ich ganz kurz wühlen, ich habe hier zum Beispiel ganz normale Filzstifte. Da könnt ihr auch ganz normal mit den Filzstiften hier üben, ne? Also ihr könnt auch einen Kugelschreiber zur Hand nehmen. Es geht halt einfach um eine lockere Stifthaltung und dass ihr euch dabei entspannt und auch den Stift locker haltet. So, wie gesagt, ich habe hier das komplette Alphabet drin. Die Zeilen, den Zeilenaufbau, der ist vorne auch nochmal erklärt, wie, warum, weshalb der so aussieht. Hier kommen dann nach dem Alphabet ein paar Inspirationen, wie ihr Buchstaben gestalten könnt. Das sind alles Möglichkeiten, wie gesagt. Und dann fängt auch schon das Brush Lettering an. Und ich denke, das ist so ein Thema, das was noch mehr interessiert. Hier gilt es genau das Gleiche mit der Stifthaltung. Entspannt euch, atmet tief durch, löst euch los von allem, was euch stresst. Denn das soll euch Spaß machen. Das soll eure Kreativität fördern. Eine Auszeit für den Alltag sein. Und hier könnt ihr natürlich mit beiden Brush Pens arbeiten. Auch hier eine lockere Stifthaltung, vielleicht so ungefähr 45 Grad. Und dann könnt ihr direkt hier vorne in der Aufwärmübung anfangen. Und ihr seht, die Linien, die geht hier von oben nach unten. Und ich weiß, dass viele zum Anfang sehr zaghaft sind und vorsichtig sind. Da kann man schöne zarte Linien mitmachen. Aber ihr könnt ruhig aufdrücken. Das tut dem Stift wahrlich nicht weh. Dafür ist er da. Dafür wurde er produziert und dafür ist er gemacht. Das ist seine Aufgabe. Also beim Brush Lettering ist wichtig, dass der Aufstrich schmal ist und der Abstrich dick. Ne? Und das üben wir hier halt auch. Also der Abstrich ist dick oder auch der Grundstrich und der Aufstrich ist schmal. Es ist natürlich bei kombinierten Sachen dann immer nicht ganz so einfach, ne? Rauf schmal, runter dick und wieder locker lassen beim Raufgehen. Ihr könnt es hier einzeln machen, also immer wieder absetzen oder ihr versucht da so eine längere Wellenlinie mitzumachen. Das ist mit dem Grauen möglich. Aber natürlich auch mit dem Blauen. Der ist etwas dicker. Darauf solltet ihr euch einstellen. Auch hier kann es passieren, dass ihr euch ein bisschen verkrampft. Einfach Finger ein bisschen lockern. Und auch hier braucht ihr keine Scheu haben. Ich weiß nicht, ob ihr es hört. Es macht ein paar kratzende Geräusche übers Papier. Ist aber gar nicht schlimm. Ihr könnt aufdrücken. Kann man auch ein bisschen weniger aufdrücken. Aber man kann halt auch richtig aufdrücken. Richtig schöne dicke Linien machen. Auch hier gilt, der Aufstrich ist schmal und der Abstrich ist fett. Und hier gilt genau das Gleiche. Entspannt, runter, hoch entspannt, mit Druck nach unten. Es kann eine verfluchende Aufgabe sein, beziehungsweise eine verfluchende Übung. Aber das ist halt nun mal die Voraussetzung beim Brush Lettering. Ich kann euch wirklich nur sagen, üben, üben, üben. Wenn ihr das wirklich machen wollt, dann bleibt dran. Es ist keine Talentfrage, es ist wirklich eine Übungssache. Und auch hier
sind von mir wieder ein paar Wörter vorgegeben. Mit dem Grauen gerne nachschreiben, ne, um einfach ein Gefühl dafür zu bekommen. Es soll euch eine Unterstützung sein. Das D. Ich habe schon viele unterschiedliche Möglichkeiten gesehen, wie das Leute geschrieben haben. Ich zeige jetzt mal einfach nur, wie ich es schreibe. Und zwar schreibe ich quasi erst ein kleines O. Und hier an der Stelle, wo sich die beiden Striche wieder getroffen haben, setze ich quasi den zweiten Sprung ran. Da bestimmt auch noch ganz kreative Formen entdecken. Genau, das zu dem Lettering-Bereich. Wie gesagt, auch hier, es ist kein Muss, es sind keine Pflichtvorgaben, wie ein Buchstabe aussehen muss. Das ist so, wie ich es umgesetzt habe, so wie man es gestalten könnte. Auch hier wieder eine kleine Inspiration. Dann habe ich hier ein paar Schmuckelemente, die man in ein Lettering immer mit einbauen kann. Seien es zierhafte Linien, Banderolen, kleine Motive, kleine Highlights, die man zu einem Wort mit dazu setzen kann. Dann habe ich hier ein paar Schriftzüge als Inspiration, wie man ein Lettering gestalten könnte. Hier habe ich eine komplette Seite, wo ich ganz unterschiedlich Buchstaben gestaltet habe. Da könnt ihr euch auch gerne inspirieren lassen von. Und ja. Hier habe ich dann ein paar Zeilen vorgegeben mit Worten halt auch, damit man halt auch ein paar Worte schreibt. Ne? Man selber hat man immer die Überlegung, was schreibe ich denn jetzt? Was soll ich denn überhaupt, mit was soll ich üben? Habt euch da nicht so schwer, macht euch das wirklich ganz einfach. Auch wenn ihr jeden Tag nur den Wochentag aufschreibt oder jeden Tag einen Namen aus eurer Familie aufschreibt. Also wichtig ist immer, dass ihr übt, dass ihr auch regelmäßig übt und dann werdet ihr auch schnell bemerken, dass ihr Fortschritte macht. Dann ist ein Bonuskapitel der Watercolor-Effekt-Hintergrund. Und zwar könnt ihr mit der Box, die ich euch mitgeschickt habe, solche Karten hier zaubern. Ja, mit diesem Wasser-Hintergrund oder auch hier. Und jetzt vielleicht zum Thema Weihnachten. Das ist genau die Karte, die auch hier in dem Buch abgebildet ist. Da könnt ihr euch wirklich ausleben dran. Und ich finde diese Hintergründe, die sind schnell und einfach gemacht und die geben halt irgendwie das gewisse Extra zu einem kleinen Lettering noch dazu. Und wie ihr diesen Hintergrund jetzt macht, das will ich euch eben noch kurz zeigen. Und zwar legt euch die Karte bereit, legt sie ein bisschen spritzschutzmäßig zur Seite. Ja, ich lasse jetzt mal hier drüben liegen. Legt euch die Folie vor. Ich benutze jetzt mal den blauen Stift, den wir auch mit dabei haben. Wichtig ist, dass der Stift auf Wasserbasis ist, sonst lässt er sich nicht weiter verarbeiten. Logisch, ne? Also wenn ich jetzt hier mit einem permanenten Stift drauf schreibe, dann bleibt es halt einfach da. So, wir malen hier einfach ein paar Striche auf die Folie. Dazu will ich euch auf jeden Fall zeigen, dass ihr ganz normale Filzstifte dazu benutzen könnt, denn die sind auch auf Wasserbasis. Ja, da malen wir jetzt einfach hier noch ein paar Strichlein dazu. Versucht es, geht nicht vielleicht zu weit raus an den Rand. Das Wasser soll ja auch noch Platz haben zum Arbeiten.
zum Vermischen. Dann macht vielleicht kurz einen Testsprüher, dass eure Sprühflasche auch richtig funktioniert. Und dann könnt ihr mit einem gewissen Abstand, ich hoffe, das kann man jetzt relativ gut erkennen, nicht zu nah ran, sonst sind die Tropfen zu groß, aber auch nicht zu weit weg, sonst sprüht ihr ringsrum alles voll. Na, deswegen habt so einen Abstand von 10 bis 15 cm und sprüht so 2, 3, 4 Mal ungefähr drauf, dass sich auf der Folie auch ein paar Tröpfchen bilden. Jetzt sieht man, es ist natürlich nicht hervorragend, dass ich hier so einen Pappuntergrund benutze, aber das ist jetzt nicht relevant. Dann lege ich mir meine Karte zurecht, ich lege sie mal quer. So, ich nehme jetzt die Folie mit den Wassertropfen nach oben. Drehe die Folie Richtung Papier und lege sie dann quasi hier nur drauf und dann könnt ihr das schon sehen, ne? Wie das Wasser und die wasserbasierten Stifte ineinander vermischen und quasi dieser Watercolor-Effekt produziert wird unter der Folie. Da kann man wirklich stundenlang drauf rumreiben, aber wir müssen auch hier irgendwann ein Ende finden. Man kann auch mit der Folie, wenn man die Folie ein bisschen anlöst, kann man das auch hier super gut machen. Und dann ist es quasi empfehlenswert, also ihr könnt das ruhig langsam runternehmen, aber dann werdet ihr merken, dass hier sich auf jeden Fall ein bisschen Wasser sammelt. Ihr könnt es aber auch runterziehen wie ein Pflaster. Ne? Schnell und schmerzlos. Folie direkt sauber machen. Sonst passiert es, dass es beim nächsten Motiv oder beim nächsten Mal die anderen Farben mit drauf sind. Das lassen wir jetzt trocknen. Wenn sie komplett getrocknet ist, dann könnt ihr auf jeden Fall mit dem Gestalten eurer Karte anfangen. Ihr könnt mit den Brush Pens da drauf gehen. Das ist nämlich deshalb so wichtig, dass es trocken ist, weil wenn ihr jetzt mit wasserbasierten Stiften darauf geht und es ist noch nicht trocken, dann verläuft alles. Also dann verläuft da alles ineinander, kann auch ein schöner Effekt sein, aber das ist ja, glaube ich, nicht das, was man im ersten Moment erzielen möchte. Genau, so viel zu dem Thema Lettering Box. Ich würde mich, wie gesagt, sehr freuen, wenn du dir eine Lettering Box bei mir kaufst oder du vielleicht sogar schon eine Lettering Box hast, dann wünsche ich dir natürlich ganz viel Freude dabei und wenn du Fragen hast, kannst du dich jederzeit bei mir melden und ja. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss!